Was brauchen wir für ein Seitenruder, Höhenruder? Wir brauchen als erstes hier ein XPS-Schaum. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es hängt so ein bisschen darauf an, was die Baustoffmärkte in eurer Umgebung hergeben. Eine Möglichkeit ist das Austro-Therm. Ich schreibe das hier halt nochmal auf. Austro-Therm hat so einen leicht lila Ton. Das zweite wäre, was gut ist, was super gut ist, Styrodur 2800C. Und wer bekommt 2500C? Der Unterschied sind ungefähr 5-10%, wird das leichter. Es gibt dann noch solche Stoffe wie Yakodur. Yakodur ist eigentlich zu schwer. Chloroform von Dow. Auch das sollte man, oder Roofmate wird das ganz oft bemeint, mit einer Endbezeichnung LA. Das ist das Einzige, was einigermaßen leicht ist. Alles andere ist viel zu schwer. Kann man vergessen. Aber diese beiden hier, Austro-Therm und Styrodur von BASF, also von BASF, gehen eigentlich super. Das ist gar kein Problem. Das hier, das Grüne, das ist dieses Styrodur. Das sind jetzt hier so Waffelplatten. Das ist eigentlich egal. Ich nehme jetzt momentan, weil ich die Kerne fräse, nehme ich jetzt im Moment diese geriffelten Platten, weil die kriegt man nicht anders. Ansonsten kann man aus einer 40er Platte, die einmal über Kopf schneiden, kann ich immer zwei Hälften draus schneiden. Das wäre dann eigentlich so erstmal der Schaum. So, Gewebe. Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Bei Leitwerken benutze ich hier 25 Gramm Gewebe. Das erwerbe ich bei der Firma HP Textils. Da muss man mal gucken, unter zweiter Wahl Industrieware. Ja, da gibt es die mit hier in 500 mm breit oder in 1,28 m breit. Ich finde, die 500er ist besser, weil da hat man auch nicht so viel Verschnitt. Das Gewebe hat einen großen Vorteil gegenüber anderen 25 Gramm Geweben, wenn ich das hier mal so schneide. Es gibt so einige Gewebe, die kriegt man nicht mal 25 Gramm so sauber vom Tisch hochgehoben. Da hilft dann nur, ein bisschen mit Haarspray einzusprühen. Finde ich eigentlich nicht ganz so gut, aber dieses Gewebe hier von HP, das lässt sich super gut verarbeiten. Gar kein Problem, lässt sich gut schneiden. Als zweites brauchen wir eigentlich für den Holmbereich, brauchen wir so ein Roving. Den ziehe ich mir immer aus Resten vom Sprettaugewebe. So, jetzt habe ich hier schon den Roving, den ich dann nachher benutzen kann. So, dann die Sprettaugewebe. Ich erwerbe das im Moment bei R&G. Man kriegt es auch noch bei GRM in der Tschechei. Das ist da ein bisschen günstiger. Qualität will ich nichts zu sagen. Also wie gesagt, ich kaufe das im Moment bei R&G. So, das dritte brauchen wir eine Folie. Da nehme ich eine PET-Folie. Die habe ich irgendwann mal bei eBay 70 Meter für 10 Euro erstanden. Da muss man aufpassen, da gibt es verschiedene Sorten. Da gibt es Sorten, die sind beidseitig zu benutzen. Diese, die ich hier erworben habe, die ist so, dass sie auf der einen Seite, man sieht das nicht so, wenn man hier so guckt, sieht das alles beides von beiden Seiten gleich aus. Aber wenn man hier mal mit einer Messerspitze reingeht, dann kann man sehen, dass auf der einen Seite so eine leichte Folie drauf ist. Und wenn man die Seite auf die Hartseite nimmt, dann bleibt die Folie für immer auf dem Leitwerk kleben. Also man kann das dann vergessen. So, das ist für die Leitwerke. So, für Flächen nehme ich Sprettau, 80 Gramm Gewebe. 100er gab es früher, ich habe sonst früher immer 100er verwandt, heute verwende ich 80er Gewebe. Man könnte auch 64er nehmen, aber das ist nochmal eine ganze Ecke teurer. Es gibt dann noch die Möglichkeit von den Carbon Wave Geweben, aber das muss jeder selber wissen. Das ist also wirklich, man kriegt da super leichte Flächen, auch stabile Flächen mit hin, aber es ist auch eine Preisklasse für sich. Ja, in der Fläche selber haben wir den gleichen Kern wieder drin. Dann die Verstärkungen sind nachher auch eigentlich nur aus diesen Resten gemacht. Und in der Mitte ist dann wieder so ein Streifen von dem Roving drin. Man kann diesen Roving auch als Rolle kaufen, wenn man da sagt, ich habe kein Gewebe, so als Rest. Ich habe immer so Reste, wo ich das rausmachen kann. Da kostet, glaube ich, aber auch die Rolle irgend sowas bei laufenden Meter guten Euro, kann man rechnen. Ja, dann brauchen wir für die Flächen statt der Folie die Smiler.
Im Moment wüsste ich keinen anderen Lieferanten als R&G. Da ist es eigentlich egal, welche Breite man nimmt. Es gibt nur die eine Sorte hier. Hat den Vorteil gegenüber diesen PET-Folien. Man könnte auch eine PET-Folie nehmen. Aber die Oberfläche wird bei der PET-Folie immer so leicht ein bisschen wellig, sieht das nachher aus, wenn der Flügel aus dem Vakuum rauskommt. Aber bei dem Meilerfolie, man kann das hier sehr schön sehen, ich halte den nochmal so ins Licht. Man sieht das, also man kann da schon relativ gute Oberflächen eigentlich mit hinbekommen. Das Meiler hat allerdings einen Nachteil. Ich sag mal, ab einer bestimmten, oder wenn man ziemlich häufig benutzt, wird es so, dass die Oberfläche nicht mehr nachher so ganz glänzend wird. Man kriegt das auch nicht mehr hin. Ich wachse beides mit Partalwachs im Moment. Bis aber auch andere Sachen, also andere Wachse, das muss nicht das sein. Was ich dann noch bei den Rümpfen, ich lege das immer so beiseite, haben wir dann noch mal einmal so ein ganz normales UD-Gewebe. UD heißt undirektional, das heißt, die Fasern laufen alle nur in eine Richtung. Ja? Die haben so ein, hier haben die so ein Webfaden drauf, oder so, sieht aus wie so kleine Lamellus. Dieses Gewebe kann man allerdings auch gut für Rumpfreparaturen benutzen. Das heißt, wenn der Rumpf hinten ab ist, Gewebestreifen abschneiden, drauflegen. Ebenso auch diese Rohwings aus dem Spreton. Dann haben wir hier nochmal was. Da haben wir hier einmal. Das Gewebe sieht silber aus im Moment. Also das heißt, wenn man das kauft, sieht das so aus. Ja? Wird nachher aber genauso schwarz wie die Kohle, wenn es mit Harz benutzt wird. Leider kann man das Gewebe nur noch bei GRM in der Tschechei kaufen. Das silberne Gewebe hat den Vorteil, dass es nicht Lastgewebe, aber wird schwarz, wenn man es mit Harz tränkt. Ja, dadurch hat man, weil das Problem ist wirklich, wenn man so eine Werkstatt ist nie ganz sauber und jedes kleinen schwarzen Fussel sieht man im kleinen Glasgewebe, aber so kriegt man eigentlich einen Rumpf hin. Aber wenn man den Unterschied mal sieht, das ist Wahnsinn, ne? Also das heißt, das wird nachher so aussehen, wenn es fertig ist. Wir könnten noch, man kann auch natürlich Flügel noch mit normalem Kohlegewebe machen. Da kriegt man allerdings natürlich nicht so eine Grammaturen hin. Also ich habe hier jetzt zum Beispiel ein Gewebe, das ist ein 100 Gramm Gewebe aus normaler Kohlefaser. Auch damit wäre es möglich, die Flächen zu bauen. Wäre kein Problem. Oder es gibt noch so Hochmodulgewebe hier. Dieses Gewebe hat aber einen riesen Nachteil. Das hat keinen Binder drin. Das heißt, kein Binder heißt, dass diese Fasern sich sofort hier verschieben, wenn man nicht aufpasst. Dann sieht das nachher, auf Deutsch gesagt, nicht so schön aus. Oder man kann es auch noch schlimmer nennen. Ich glaube, das hieß mal, also diese Art hieß mal Arschbrett. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Achso, dann haben wir aber, wenn man jetzt diesen ganzen unsere ganzen Sachen dann bauen möchte, gibt es Vakuumsäcke. Bei R&G gibt es nur 500 und 1 Meter Breite. Aber bei EMC Vega gibt es hier diese schmalen. Die sind vollkommen ausreichend. Man kann die relativ lange benutzen. Ich mache die hinten mit Tesa zu. Hier vorne kommt der Vakuumanschluss rein und schon habe ich einen prima Sack. Man kann das natürlich auch aus Folien machen. Man kann auch eine einfache Baufolie nehmen, die runter mit Klebeband zu machen. Auch das würde gehen. Oder mit Acryl. Da gibt es im Internet auch verschiedenste Möglichkeiten. Ja, dann sagt Norbert zu den Gewichten. Also das heißt, wenn ich hier so einen Rumpf habe, als Beispiel. Wenn wir hier jetzt, die meisten Brüche sind ziemlich genau da. So 10, 15 cm hinter der Flächenaufnahme in der Regel. Oder hier vorne. Da sollte man, der Rumpf in der Regel, bei mir sind da ungefähr 320 Gramm Gewebe drin insgesamt. Das heißt, ich sollte hier auch in dieser Rumpfreparatur auch nicht viel weniger reinmachen. Das heißt, ich müsste dann zum Beispiel von dem 80 Gramm UD als Beispiel, dann 3 Lagen UD und dann könnte man noch eine Lage 50er Glasgewebe oder 2x50er Glasgewebe drum wickeln. Auch dieses hier von
HP-Textils. Wenn man das mit weniger macht, hat man in der Regel die gute Chance, dass bei der nächsten harten Landung der Rumpf leider gleich eine Stelle wieder abgebrochen ist. Das habe ich schon öfters gesehen. Auch nicht dieses Gewebe mit irgendwie Sekundenkleber aufkleben. Das macht keinen Sinn. Wir haben ja schon mal so eine Reparaturanleitung gemacht. So, hier vorne in den Rümpfen ist in der Regel auch so 300, um die 300 Gramm Glasgewebe in der Regel drin. Das heißt, auch da sollte man, wenn der Rumpf hier abgeschnitten ist, sollte man das mit in etwa der gleichen Grammatur, also Grammatur ist quasi das, was dieses Flächengewicht so nah auf einen Quadratmeter, also das heißt, man hat jetzt, sagen wir mal, hier werden jetzt dreimal, hier sind zum Beispiel sind dreimal 163 Gramm drin, kann ich mir ausrechnen, dann brauche ich auch ungefähr das gleiche an Gewebe, um das hier, wenn der Rumpf hier ab ist, einzubauen. So, bei den Flügeln ist genau das gleiche. Ich würde jetzt hier einen Bruch drin haben, der wird wirklich abgebrochen sein. Da ist jetzt zum Beispiel 80 Gramm Gewebe drauf, dann sollte ich da auch ein mindestens 80 oder ein 100 Gramm Gewebe wieder drauf machen. Ebenso ist es heute so bei diesen guten Kaufflächen oder Kaufmodellen, die dann zum Beispiel 40er Carbon Wave haben, sollte man da auch 40er Carbon Wave oder meinetwegen irgendein Kohlegewebe, was etwas schwerer ist, das auf diese Stelle machen. Gewichtstechnisch bringt das vielleicht, ich sag mal, so ein Bruch hier, 3 bis 4 Gramm, das ist nicht die Welt, da kann man keinen neuen Flügel für kaufen, ne? Das lohnt sich nicht. Also deswegen ist das okay, wenn man auch ein bisschen mehr an Gewebe an dieser Stelle einbringt. Mit weniger hat man meist immer den Fall, dass es an der gleichen Stelle bricht, der Rumpf oder irgendwelche anderen Sachen wieder ab. Also eigentlich sollte man es schäften, aber es geht ja manchmal nicht immer. Also ich würde, also wenn ich jetzt zum Beispiel der Flügel wäre gebrochen, dann würde ich hier eine schmale Lage draufbringen, dann würde ich eine etwas größere draufbringen und ich würde eventuell vielleicht noch eine Glaslage der Optik wegen draufbringen. Ebenso ist es beim Rumpf. Wenn ich den Rumpf hier habe, der Rumpf ist hier an der Stelle irgendwo abgebrochen, dann lege ich hier meine Rohwings drauf, ungefähr 300 Gramm. Und ich würde dann nochmal zweimal 50er Glas, also das wären jetzt Rohwings, in diese Richtung. Und hier würde ich noch so ein Stück überlappend einfach zweimal Glas 50 Gramm in Quadratmeter in 45 Grad. Das heißt, das Gewebe läuft so. Zweimal rumwickeln und dann, wie wir das schon mal gezeigt haben, mit Geschenkband abwickeln. Dann geht das ganze Harz raus und die ganze Reparatur bringt vielleicht nachher 2-3 Gramm. Mehr ist das gar nicht. Aber an der Stelle bricht der Rumpf nie wieder. Wenn ich dieses hier oben glatt haben möchte, die Fläche hier oben, kann ich zum Beispiel so eine Folie nehmen. Wenn ich die da drauf lege und das schön glatt streiche, dann vielleicht noch mit einem Schwamm und einem Gewicht beschwere, dann kriege ich eine Oberfläche, die ist nachher glänzend. Und wenn ich das hier gut einreibe, hier an den Enden, hier links und rechts, dann kriege ich auch einen ganz glatten Übergang in dem Bereich hier, dort und dort. Das heißt, die Reparaturstelle wird nachher, ich sag mal, zwar sichtbar sein, aber von der Oberflächenbeschaffenheit allemal ausreichend. Die Paradebrüche sind ja meist entweder hier, ich stoße da oben irgendwo unter die Decke oder im Auto, knackt das irgendwo weg. Das ist manchmal gar nicht ganz gebogen, also nicht ganz abgebrochen. Gerade machen, eine Lage 25 Glas, Gramm Glas drauf, eine Folie hier oben drauf. Das brauche ich nur einreiben. Nächsten Tag kann ich die Folie abziehen, habe trotzdem eine glatte Fläche. Also, das heißt, das bringt nicht viel Gewicht. Also das heißt, so ein Leitwerk kann man auch relativ flott und schnell reparieren. Das ist eigentlich gar kein Problem. Das ist Thema Gewebe.